Auch nach den Mario Kart 8 News möchte ich euch weiterhin mit Neuigkeiten versorgen und auch in dieser Woche ist mal wieder einiges bekannt gegeben worden. Zum Beispiel das neue 3DS-System-Update mit der Versionsnummer 11.1.0-34E, was die Stabilität des 3DS erhöht und die Information vom englischen Animal Crossing Twitter-Account, dass beim kommenden kostenlosen Update all das Unkraut automatisch mit beseitigt wird. Vermutlich will man so Spieler, die länger schon nicht mehr New Leaf angefasst haben, zum Weiterspielen animieren. Gut, dass einem das Unkrautziehen durch das Update abgenommen wird und somit kein Bewohner auf einen sauer ist, oder? Wenn ihr mal wieder im Kaufrausch sein solltet, dann schaut doch einfach mal auf Amazon vorbei. Da gibt's schon die neuen The Legend of Zelda Amiibo zum Vorbestellen. Die sind ja unter anderem auch mit Zelda Breath of the Wild kompatibel und erscheinen am 2.12.2016. Entsprechende Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, und jetzt gucken wir mal, was Shigeru Miyamoto zu Super Mario Run zu sagen hat. Hi, I'm Shigeru Miyamoto. This is the new Super Mario. Super Mario Run. このゲームね、勝手にマリオが走ってくれるので、片手で遊べるんですよ。それで、マリオが勝手にちっちゃな敵を飛び越したり、穴を飛び越したりしてくれるので、とても快適に遊びます。マリオの新しいスタイルです。これ片手で遊べるので、こっちの手で電車の辻間に捕まったり、ハンバーガーを食べながらでも遊べますよ。皆さんぜひともチャレンジしてください。Alles klar. Werdet ihr euch die App holen? Und wenn ja, direkt für iOS oder wartet ihr auf die Android-Version? Was mich angeht, ihr wisst, ich habe normal kein Apple-Produkt, aber wie der Zufall so will, wurde mir vor kurzem ein iPad geschenkt, was ich eigentlich verkaufen wollte, aber jetzt macht das Ganze natürlich wieder, ne? Sinn, es zu behalten. Und ich würde mal sagen, ich guck mal, dass ich da das Capturen hinkriege und dann legen wir gemeinsam zum Release Weihnachten 2016 mit Super Mario Run los. Kurz zu My Nintendo, ihr könnt nämlich mittlerweile sehen, wann eure Punkte ablaufen. Da habt ihr so ein Zeitfenster von den kommenden 3 Monaten, wo euch entsprechend aufgelistet wird, wann eure Punkte, ja, verschwinden. Ihr solltet sie also rechtzeitig für irgendetwas ausgeben. Weiter zu Paper Mario Color Splash. Da bemüht man sich gerade, unschlüssige Konsumenten zum Kauf anzuregen. Und ich muss sagen, der neue Trailer ist wirklich gut. Seht selbst. One dark and stormy night. Mario receives a mysterious letter. That's no letter. It's a color-drained toad. Who would do such a thing? Mario and company trace the letter back to Prism Island, only to find the island's been invaded by dastardly paint thieves. That's your cue, Mario! Paper Mario, Color Splash! This time around, Mario's adventure takes place on Prism Island. The island's been robbed of its color, throwing the land into chaos and all kinds of craziness into Mario's path. Be careful, Mario! Whoa, that doesn't look good. By using the power of paint, Mario can restore functionality to certain colorless objects that won't work without their color. Even toads will spring back to life. Solve the puzzles hidden around the island to find the way forward. Sometimes you may even need to cut out a part of the world to find a hidden path. Watch out, there are traps hiding everywhere. These are just a few of the crazy things that await you. If
Mario bumps into an enemy. Get ready for battle. Browse the cards in your deck and pick one. Paint it to power it up. And flick it. Give that guy something to be shy about. Press the button at just the right time to power up your attack. Use hammer cards on spikes. Jump cards on flying enemies. And fire flowers on enemies weak to fire. Consider your enemy carefully when choosing your cards. And then there are Thing cards. Thing cards are super powerful attacks that do damage to all enemies on the screen. There are lots of Thing cards to be found. And they can really give you the upper hand in battle. Help Mario find the stolen poet and save Prism Island. Paper Mario, Color Splash. Ja, wie gesagt, ich denke, als Sticker Star 2 wird Paper Mario Color Splash einen sehr guten Job machen. Das Ganze sieht sehr farbenfroh aus. Es gibt viele verschiedene Orte, Charaktere, Gegner. Bowser hat man auch schon gesehen. Gut, ob das jetzt natürlich ein Grund zum Freuen ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe immer noch auf irgendeine krasse Story-Wendung, die dann nichts mit Bowser zu tun hat. Vielleicht einen Bösewicht, der noch über Bowser steht. Sowas finde ich immer cool. Aber ja, auf jeden Fall, Paper Mario Color Splash bietet, denke ich, wieder coole Kämpfe, Humor und interessante Rätsel. Also das Spiel, das taugt und die Grafik ist wirklich super. Und was die Rescue 5 angeht, guckt mal hier.
jetzt zu Pokémon. Ich habe ein kleines Video zum neuen Kumpel-Feature gemacht in Pokémon Go. Ihr könnt euch das ja mal ansehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da ist auch eine Liste, bei der ihr dann einsehen könnt, wie weit ihr mit eurem Kumpel-Pokémon gehen müsst, um an ein Bonbon zu kommen. An dieser Stelle auch mal von mir die Info, dass Niantic nun gegen Jailbreak und geroutete Smartphones vorgeht. Warum diese vom Spiel ausgeschlossen werden, ist derzeit unklar. Vermutlich kehrt man hier leider alle über einen Kamm und unterstellt den Leuten, Cheater zu sein. Sehr schade. Letzte Woche wurden aber auch wieder eine Menge News zu Pokémon Sonne und Mond gedroppt. Die Korokoro hat Wuffels Weiterentwicklungen enthüllt. Da gäbe es einmal die Sonnenform und einmal die Nachtform. Bin ja kein Hundefan, wie ihr vielleicht wisst, aber die Sonnenform sagt mir schon sehr zu. Die Mondform hingegen wirkt für mich eher wie ein Zoroark-Abklatsch und auch ein klein wenig zu tollwütig. Das passt zur Nacht, verstehe ich schon, aber nee. Bin da doch lieber auf der Sonnenseite. Übrigens, diese Formen sind auch editionsspezifisch, sprich den Sonnenhund bekommt ihr eben nur in Pokémon Sonne und den Nachthund in Pokémon Mond. Außerdem können sie besondere Attacken. Der Sonnenhund kann sogar eine völlig neue Attacke und der Nachthund wird Konter erlernen können. Des Weiteren wurden zwei neue Ultra-Bestien mit dem Namen UB-02 Schönheit und UB-02 Expander enthüllt. Dazu können wir uns auch einen actiongeladenen Trailer ansehen, in dem die Bestien gegen Kapuriki kämpfen. Sicher ist euch aufgefallen, dass das eine Monster in Pokémon Sonne und das andere in Pokémon Mond auftauchen wird. Aber jetzt mal Gerüchteküche. Seht ihr die Ähnlichkeit zwischen UB-02 Schönheit und Samantha, der Anführerin der Aether Foundation? Erst letzte Woche wurde ja Lily mit UB-01 verglichen. Das kann doch kein Zufall mehr sein, oder? Beide ähneln den Ultra-Bestien. Ich bin echt mal mega auf den Plot von Pokémon Sonne und Mond gespannt. Da erwartet uns, denke ich, etwas ganz, ganz Krasses. Übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch einen epischen Cinematic-Trailer gönnen. Viel Spaß, der ist richtig geil.
für den Pokémon-Anime interessiert, gut festhalten. Ash wird in der neuen Staffel, die bei uns am 23.11.2016 startet, allen Ernstes in Alola seinen Schulabschluss nachholen. What the fuck? Warum? Ich weiß nicht, was ich verstörender finde. Dass er seit 1997 sich vor der Schule drückt und seitdem nicht gealtert ist, oder dass er in eine Urlaubsregion reist, um dort seinen Abschluss zu machen. Wie dem auch sei, er kommt dabei nicht nur mit Mathebüchern in Kontakt, sondern auch mit den Alola-Formen Kapuriki und den Z-Attacken. Neue Charaktere wird es ebenfalls geben. Aber ich muss sagen, dass mir der Artstyle nicht so richtig zusagt. Was ist denn da passiert? Irgendwie sieht das alles nun ganz, ganz komisch aus. Oder was sagt ihr zum Artwork? Was ist eure Meinung dazu? Auch die letzte News dreht sich um Taschenmonster. Es wurde etwas richtig Geiles angekündigt. Seht mal da. In jeder Generation gibt es eine Geschichte zu erzählen. Abenteuer zu bestehen, Gegner zu bekämpfen, Helden hervorzubringen, Legenden zu erschaffen. Wir gehen rein. Alle Mann los! Entdecke die unerzählten Geschichten. Werde Zeuge von epischen Kämpfen. Erlebe diese sagenhafte Welt aus einer neuen Perspektive. Pokémon Generationen. Eine neue Serie von animierten Mini-Episoden. Schau sie dir alle auf YouTube an. Da bist du ja. Auf diesen Moment warte ich schon lange. Sehr lange. Demnach startet am 16. September 2016, sprich heute um 18 Uhr deutscher Zeit, die YouTube-exklusive Animationsserie Pokémon Generationen. Alle Regionen, Pokémon und Charaktere aus den Games und den vergangenen Gens werden in 18 Folgen, die bis zum 23.12.2016 ausgestrahlt werden, neue, noch unbekannte Nebengeschichten erzählen. Eine Folge wird so zwischen 3 und 5 Minuten dauern. Geil, sage ich euch. Damit greifen sie die Idee, die sie letztens mit der Miniserie rund um Rot hatten, nochmal auf und erweitern das Ganze. Finde ich richtig genial. Werde ich mir auf alle Fälle anschauen. So, und das war's für heute jedenfalls. Like wäre klasse. Bis zum nächsten Video. Ciao.